Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ihr habt den Anfang gesehen. Tatsächlich, dieser Roller ist wieder hier. Warum steht er hier oder warum wurde er von Michael gebracht? Ich soll ihn einfach mal durchgucken. Der nächste TÜV ist fällig und von daher möchte er mit einem ruhigen Gewissen dorthin fahren können. Es geht aber auch noch um den Transformers gerade. Da ist mir letztens was passiert oder aufgefallen. Und zwar hat das, oder ist es ein wichtiges Bestandteil von diesem Roller. Und zwar bei der hinteren Bremse läuft Bremsflüssigkeit aus. Das zeige ich euch gleich noch genauer, warum es vor allem ausläuft und was ich natürlich erneuern muss, was ich auch vorher schon wusste, was auch Dirk schon zu mir sagte. Jetzt ist der Tag aber da, wo ich die Schaugläser austauschen muss. Ich habe es schon angesprochen. Und zwar die Schaugläser für den Behälter, wo die Bremsflüssigkeit reinkommt. Was vorne am Griff ist. Und das gucken wir uns gleich gemeinsam an. Auf jeden Fall, die Hitze und alles hat jetzt den Rest noch gegeben. Und so, dass das Schauglas nach innen eingefallen ist. Das gucken wir uns jetzt am besten mal zusammen an. Das ist das Schauglas. Könnt ihr das sehen? Das ist regelrecht eingefallen. Es war natürlich sehr, sehr spröde. Ne? Also das ist jetzt wirklich altersbedingt. Und das muss unbedingt ausgetauscht werden, weil da kam auch meine ganze Bremsflüssigkeit raus und ist hier einfach dann so runtergelaufen. Ich habe es schon weggewischt, aber das darf so nicht bleiben. Mittlerweile hat der Roller auch schon gelaufen 5.195 Kilometer plus ein paar Meter. Aber ich schwenke jetzt noch mal hier rüber, das ist für die vordere Bremse. So sah es ungefähr vorher aus und die Seite hier besteht noch, aber seht ihr, wie spröde das Ganze ist? Es ist recht spröde und die müssen ausgetauscht werden. Was habe ich gemacht? Ich habe sie schon bestellt. Was ist in dem Fall das Beste? Den Roller erstmal aus dem Verkehr zu ziehen. Was ich jetzt mache, ist, ich fahre mit diesem Roller zu der Außenhalle, zu der Außengarage, zum Außenlager und werde einen Rollertausch machen, weil mit ihm fahre ich jetzt weiter nicht mehr auf der Straße, bevor ich das nicht erledigt habe, dass die neuen Schaugläser oder Guckgläser reinkommen. Ne, die baue ich natürlich selbst ein. Dazu kommt natürlich auch ein Video. Entlüften gehört natürlich auch dazu. Gleich neue Bremsflüssigkeit. Vorne wie hinten gleich komplett erneuern. Dass soweit die Bremse wieder in Ordnung ist. Ich nehme euch jetzt mit, weil wir haben ja neue Zuschauer dabei. Erstmal seid herzlich willkommen, dass ihr auf meinen Kanal oder vielmehr auf unseren Kanal gestoßen seid. Wir fahren jetzt zusammen zur Außenanlage, Außengarage, Außenlager. Och, es gibt so viele Begriffe dafür. Wie schön. Und wir nehmen euch mit. Speziell für die neuen Gäste, die wir jetzt hier haben. Ich setze mir jetzt den Helm auf und dann tauschen wir mal einen Roller. Weil ich habe auch noch heute eine Fahrt vor mir. Eine kurze Fahrt, aber ein Stück nehme ich euch trotzdem, glaube ich, wieder mit. Und in dem Moment fahren wir dann mit dem anderen Roller
noch mal ein Stückchen. Und morgen brauche ich auch unbedingt den anderen Roller. Wie gesagt, mit ihm hier werde ich jetzt erstmal so lange nicht fahren. Helm auf und los geht's. Ich bin bereit. Na, dann wollen wir doch mal einen Kaltstart machen, wie öfters. Das hört sich schon mal gut an. Ich habe jetzt die Bremse gezogen und sie reagiert auch noch, weil ja noch ein Rest Flüssigkeit hier drin ist. Aber nein, das ist mir zu unsicher. Ja, das ist Michael sein 125er. Genau, Peugeot Elisio 125. Und wir ziehen jetzt mit den Transformers, mit diesem schicken Roller, leider zur Garage hoch. Außenlager, Außengarage. Oh, der ist so cool. Ach so, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Tata, ich habe neue Griffe verbaut. Ja, das sind genau die gleichen, die auch vorher drauf waren. Und ich finde die so schön. 10 Euro haben sie gekostet. Ne, das Paar. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen was investieren. Das Wetter ist heute so ein bisschen ja bewölkt. Ja, es ist angenehm warm. Trotz allem habe ich ein Sweatshirt drunter und die Jacke über. Ja, sicher ist sicher, man sieht ja, ne? Das Wolkenbild ist nicht gerade das Schönste heute, aber angenehm ist es. Ja, wir bringen den Transformers jetzt erstmal weg. Wie gesagt, die Bremse, die zieht noch, ne? Also ich kann bremsen, sie reagiert sofort. Ich kann auch, wenn ich möchte, jetzt eine Vollbremsung machen, aber das war eine Vollbremsung. Aber wie gesagt, ich möchte es nicht riskieren. Ja, und wir sind angekommen. Na, wer sagt's denn? Hier ist richtiges Ökogebiet, aber ich liebe es hier. Genau, speziell für die, die jetzt neu hier sind, dass ihr das auch mal zu sehen bekommt. Also, öffnen. Bitteschön. Ja, hier könnt ihr sehen, hier stehen die ganzen Fahrzeuge, aber es geht jetzt nur um ein Fahrzeug und das ist der Spin. Hinten steht noch der Rex 700. Wir gucken gleich mal rein. Wir nehmen aber erstmal den Spin jetzt raus und dass wir hier ein bisschen Platz haben. Wir nehmen jetzt erstmal den Spin raus und schauen uns die anderen Roller nochmal an, extra für die neuen Zuschauer. Ja, viele wissen ja, ein Anhänger. Mit diesem Anhänger habe ich ja auch noch irgendwann mal was vor. Daneben das Fahrrad. Hier der Neos, den ich auch wieder zum Laufen bringen muss. Hier das Zündapp-Fahrrad. Und hier ist der 700er. Die beiden haben wir gerade gesehen. Und nun sind wir schon beim Roller.
Der zweite Kaltstart folgt. Ja, erstmal ein bisschen Sprit fördern lassen. Also bei diesem Roller geht das immer ruckzuck. Ja, dann mal los, weil ein paar Meter muss ich ja noch fahren. Ja, hier muss man sehr, sehr vorsichtig sein auf dieser Straße. Wir sind jetzt in Salda. Und zwar hier wird öfters mal ein Blitzer aufgestellt. Deshalb fahren hier auch alle Autos ganz, ganz brav. Ja, also diese Straße hier wird teilweise oder steht teilweise ein Blitzer. Also immer vorsichtig, ne? In Salda. Gut. Für uns geht es jetzt weiter. Wir haben noch einen vollen Tank. Von daher, ah ja, genau, 30, ne? 30. Also immer anständig fahren. Ich tue es jetzt auch.